Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und in dieser kleinen Videoreihe über die Marco 2020 geht es heute um die neuerdings notwendige Zuordnungsermächtigung zwischen dem Bilanzkreisverantwortlichen und dem Netzbetreiber. Aber beginnen wir erstmal mit der sogenannten Zuordnungsvereinbarung. Das ist eine Regelung über die Pflichten und die Rechte zwischen dem Bilanzkreisverantwortlichen und dem Netzbetreiber. In der wird also geregelt, wie die Bilanzkreisabrechnung und wie vor allem die Datenkorrektur, die Datenprüfung und die Datenkorrektur stattfinden soll, das sogenannte Clearing. Diese ist im Regelfall Teil des ganz allgemeinen Lieferantenrahmenvertrags oder des Netznutzungsrahmenvertrags zwischen dem Lieferanten und dem Netzbetreiber, weil der Bilanzkreisverantwortliche ist im Regelfall einfach der Lieferant. Deswegen war es in der Vergangenheit auch nicht notwendig, eine Zuordnungsermächtigung auszustellen, weil, wenn der Lieferant und der Bilanzkreisverantwortliche dieselbe Person sind oder dasselbe Unternehmen, dann konnte man davon absehen, diese auszustellen. Nur dann, wenn die Bilanzkreisverantwortlichkeit an einen Dienstleister outgesourced wurde, dann musste man eine Zuordnungsermächtigung als Teil der Zuordnungsvereinbarung ausstellen. Diese Zuordnungsermächtigung erlaubt dem Netzbetreiber, in seinem Bilanzierungsgebiet Marktlokationen von einem Lieferanten anmelden zu lassen, die dann wiederum im Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen landen würden. Das hat ja den Sinn, dass man als Bilanzkreisverantwortlicher wirtschaftlich verantwortlich für die Vorgänge in seinem Bilanzkreis ist und deswegen dem Dritten, dem Lieferanten, jetzt praktisch erstmal die Erlaubnis geben müsste über den Netzbetreiber, dass er dorthin Kunden anmelden darf, die dann wiederum Einspeisungen oder Verbräuche im Bilanzkreis erzeugen würden. Wie gesagt, war das in der Vergangenheit nicht notwendig, eine Zuordnungsermächtigung auszustellen, wenn der Bilanzkreisverantwortliche und der Lieferant dieselbe Person, dasselbe Unternehmen sind. Die Marco 2020 führt jetzt ein, dass eine Zuordnungsermächtigung immer notwendig ist. Auch bei Personenidentität. Das heißt, auch wenn der Lieferant selbst die Bilanzkreisverantwortung übernimmt, muss er als BKV dem Verteilnetzbetreiber eine Zuordnungsermächtigung ausstellen, in der dargestellt wird, dass der Bilanzkreisverantwortliche dem Netzbetreiber erlaubt, dass dieser Lieferant Marktlokationen anmelden darf. Wenn man das jetzt unter der Marco 2020 nicht macht, dann bedeutet das, dass alle Kunden in diesem Bilanzierungsgebiet in die Grund- oder Ersatzversorgung fallen. Das ist extrem wichtig zu beachten. Das bedeutet nämlich, dass alle Kunden verloren gehen würden, wenn man diese Zuordnungsermächtigung nicht bis zum 1. November 2019 ausstellt. Das lässt sich im Marco 2020 Beschluss im Kapitel 10 auch noch mal ganz gut nachlesen. Es geht schlussendlich darum, dass man eine gewisse Automatisierung schaffen möchte und deswegen pauschal immer eine Zuordnungsermächtigung hinterlegt haben möchte, um eben nicht mehr manuell prüfen zu müssen, ob hier tatsächlich eine vorliegt oder ob es eine Personenidentität gibt, sondern man will einfach automatisch prüfen lassen können, gibt es eine Zuordnungsermächtigung? Wenn ja, dann ist alles okay. Wenn nicht, dann wird alles abgelehnt. Also sollte man als Lieferant, als Stadtwerk, das bundesweit Kunden versorgt, immer darauf achten, wenn man als Bilanzkreisverantwortlicher auftritt und bisher keine Zuordnungsermächtigung ausstellen musste. Ab sofort muss man das tun und man muss das bis zum 1. November 2019 jetzt an den Netzbetreiber schicken, an jeden Netzbetreiber, in dessen Bilanzierungsgebiet man Kunden versorgt. Dafür gibt es im Muster der Zuordnungsvereinbarung des BDEW eine Anlage 1, das ist die Zuordnungsermächtigung und nach genau diesem Muster kann man das jetzt auch einfach ausstellen, an den Netzbetreiber schicken über die klassischen Prozesse und damit stellt man sicher, dass die eigenen Kunden nicht über die Marco 2020 in der Grund- oder Ersatzversorgung landen, sondern dass man die eben behalten kann. Die Kompliziertheit allein dieses Themas zeigt schon wieder die Komplexität der Marco 2020 und der ganz allgemeinen Energiewirtschaft. Und wenn ihr weiterhin darüber informiert werden wollt, was die Hintergründe und die Neuigkeiten in diesem großen, komplexen Themengebiet so bedeuten, dann abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und bleibt einfach dran, folgt allgemein auf energiewirtschaft-einfach.de den Geschehnissen und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.